Wenn es dunkel ist, drücken wir nur auf den Schalter und das Licht geht an. Haben wir Hunger, müssen wir nur an den Kühlschrank gehen. Und wenn dann beim Essen ein Malheur passiert, schmeißen wir unsere dreckige Kleidung in die Waschmaschine. Alles selbstverständlich, doch ohne Strom wäre nichts von all dem möglich. Und der kommt nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern oft von regionalen Versorgern wie den Stadtwerken Balingen. Die beliefern jetzt seit 30 Jahren ihre Kundschaft. Grund genug, heute ein wenig zu feiern. Zu Beginn des Jubiläumsfestes war es zwar noch etwas kühl und diesig, davon ließen sich die Balinger aber nicht abschrecken. Und um die Gäste bei Laune zu halten, hatten sich die Verantwortlichen ein buntes Rahmenprogramm ausgedacht. Für die musikalische Unterhaltung sorgten den ganzen Tag über die Erzinger Geisberg-Musikanten, die Schwabenpower versprachen und dementsprechend schwungvolle Blasmusik lieferten. Wir führen unser neues Blockheizkraftwerk vor im Untergeschoss. Es gibt Informationen zu unserem neuen Bad, dem Lochenbad, das wir ausbauen. Wir haben Informationen zu unseren Stromtarifen, zu neuen Stromzählern. Können sich die Leute überall informieren heute. In der Leitwarte im Verwaltungsgebäude gab es zum Beispiel technische Auskünfte, etwa wie das Balinger Stromnetz aufgebaut ist. Bei einem Rundgang durch die Gebäude und über das Gelände konnten die Besucher an verschiedenen Stationen Punkte sammeln. Etwa wie hier beim Torwandwerfen. Da gaben sogar Spieler des Handballclubs Balingen-Weilstätten Tipps zur richtigen Wurftaktik. Wer am Ende mindestens 5 Stempel gesammelt hatte, durfte dann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Besucher ohne Höhenangst konnten in einen Gelenksteiger klettern, sich auf eine Höhe von knapp 30 Metern bugsieren lassen und das ganze Areal der Stadtwerke einmal aus der Vogelperspektive betrachten. Strom und Wasser liefern die Balinger Stadtwerke schon länger als 30 Jahre. 1984 war der Betrieb aber aus der Innenstadt ins Industriegebiet Gern umgezogen. Dort seien die Räumlichkeiten einfach zu klein gewesen. Wir haben hier genügend Platz, sowohl im Freibereich als auch im Lagerbereich. Wir mussten unser Lager schon zweimal erweitern. Wir konnten jetzt auch eine kleine Grundstücksteilfläche dazu kaufen. Wir sind hier einfach räumlich doch auch sehr flexibel und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. In den 30 Jahren hätte sich im Betrieb einiges verändert. Bei Einweihung waren die Stadtwerke in erster Linie Strom- und Wasserversorger und hatten 50 Mitarbeiter. Heute sind die Stadtwerke nach wie vor Stromversorger und Wasserversorgung. Es ist inzwischen aber die Gasversorgung dazugekommen. Wir betreiben inzwischen 2 Bäder. Wir sind im Bereich Datennetze aktiv und die Mitarbeiterzahl ist inzwischen auf ca. 80 Mitarbeiter angestiegen. Mit dem Tag der offenen Tür wollen die Verantwortlichen Präsenz zeigen. Die Balinger Bevölkerung solle einfach die Chance bekommen, die Stadtwerke auf ihrem Gelände zu besuchen. Schließlich hätte der Betrieb eine große Bedeutung für die Stadt. Wir sind zum einen Energielieferant, wir beliefern die Stadt Balingen mit Wasser, wir betreiben Bäder, wir sind Partner von vielen Vereinen. Ich denke, von daher sind wir schon ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Balingen. Gemäß dem Motto des Unternehmens Energie für Balingen sorgten die Verantwortlichen auch dafür, dass keiner der Gäste den Platz mit leerem Magen verlassen musste.